Howdy, meine Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Shakespeare in Love hier bei Red Dead Redemption 2. Es geht um einen Familienfehde zwischen den Grace und den Bracewaters. Bracewaters. Diese Familien können sich per Tod, also zum Tode, nicht ausstehen. Und was wir jetzt machen, ist für den Sohn der Grace eine Liebesbotschaft an die Penelope Bracewater übergeben. Und ob uns das gelingt als Hilfs-Sheriff, immerhin, ne? Wir schauen mal. Also wir reiten jetzt vom Anwesen der Grace, wo wir nicht wirklich viel rausgefunden haben, zum Anwesen der Bracewaters. Und wir können hier in Rhodes immer noch keine Waffen benutzen. Trotzdem wir eben zum Hilfs-Sheriff ernannt wurden. Aber wir schauen mal. Das kriegen wir schon hin. Kriegen wir schon irgendwie gebacken hier, das Ganze. Ja, und die Grace und die Bracewaters. Ebenso wie ich es schon erwähnt habe, eine Geschichte wie aus Romeo und Julia. Die Familien hassen sich wie die Pest. Ja. Uiuiuiuiui. Liesel, hast du hier die Grube verfehlt? Oder war das im Endeffekt sogar ich selbst? Man weiß es nicht. Die grüßen nicht wirklich zurück. So, wir suchen jetzt einen Pavillon. In diesem Pavillon sollte sich die Tochter aufhalten. Allerdings sind die Wachen hier nicht so freundlich wie die Wachen bei den Grays. Denn der Sheriff selber, Sheriff Gray, der Name sagt es schon, ist hier nicht allzu beliebt. Also wird uns das Abzeichen des Hilfs-Sheriffs hier nicht viel bringen, nicht viel nützen. Einem Pavillon am Rande des Anwesens. Okay, habe ich jetzt hier selber nicht viel gesehen, aber wir können ja mal außen rum reiten. Wir können uns das Ganze ja mal von außerhalb anschauen. Ja. Sehr gut, Pferdchen. Das ist der Pavillon dort. Der stand hinter den zwei Bäumen, darum haben wir nicht gesehen. Und wir müssen tatsächlich schleichen. Quatsch, ich bin doch schon weg. So. Kleinen Ratten. Ja, der Nebel ist jetzt natürlich echt Mist. Jetzt was sehen wäre cool. Da ist eine Wache. Vor uns selber scheint nichts zu sein. Okay. Wie gesagt, durch den Nebel können wir jetzt wirklich nicht viel sehen, ne? Da ist der Pavillon. Wir könnten ganz leicht erkennen hier, so schemenhaft. Vielleicht wäre es doch am besten, wenn wir schwimmen. Waffen darf ich sowieso keine benutzen. Komm, Arthur, schwimm. Oh, da geht die Ausdauer aber schnell runter beim Schwimmen. Da steht eine Wache. Okay,
Okay, das schaffe ich nicht. Das schaffe ich nicht mit dem bisschen Ausdauer. Wir müssen uns kurz wieder ausruhen. Und dann wahrscheinlich den Weg des geringsten Widerstandes. Auch vom Wasserwiderstand gesprochen. Wir haben einen kurzen Blick auf die Karte. Braithwaite Manor. Tatsächlich, es ist nicht weit. Da steht auch nur eine Wache. Ich weiß aber halt auch nicht, wie weit ist der Radius. Ich glaube, wir sollten schon versuchen zu schwimmen, oder? Wir probieren das jetzt. Der sieht das nicht, ne? Der Nebel kommt eben auch uns zugute. So, ich meine, das hierher kommen ist ja schon mal schön und gut, aber das wieder zurückkommen. Da steht zwar ein Pferdchen. Ausdauer. Noch ein Drittel übrig. Wird es reichen? Ja, es wird schon reichen, oder? Ja. Aber ganz genau geschafft. My lady. Are you Penelope Braithwaite? Well, yes, I am. I've got a letter for you. Oh. And a gift. A letter and a gift. Well, we don't even know each other. Well, it's not from me. It's from, From Beau. Oh, he is so... Strange? Yes, he's a little strange, but also so human. The rest of our families are stuck in the Dark Ages, or, well, I don't know, cave people, perhaps. Beau's different, but if they find out, they'll kill him and send me to live someplace awful, like Ohio. Have you ever been to Ohio, sir? No. Well, neither have I, but my uncle has a factory there. He was sort of the black sheep. On account of having left, but now they tolerate him because he's a vicious snob. Families are there's something else. You got a family, sir? No, not really. Well, they tolerate him because of the money, but me, with my ideas above my station, they can't stand. That sounds pretty complicated. I don't know quite what to say. Well, nothing to say except I hope they all rot. I don't, well, maybe a bit, but here, if you see Beau again, will you give this to him? Sure. Oh. Ja, sag mal, sind wir jetzt hier der Briefträger? Okay, verlasse das Anwesen, ohne gesehen zu werden. Da sind nur die Wachen. Na, da geht's doch. Und das gleiche wie vorhin. So. Schwimm, Arthur, schwimm. Ich wette, wir werden sowieso gesehen. Also, es müsste ja mit dem Teufel zugehen, wenn hier alles glatt läuft.
wieder ganz genau geschafft. So, dann halten wir uns hier schön unten am Ufer auf. Schön in der Deckung. Und sehen zu, dass wir uns hier rausschleichen. Ausdauer füllt sich wieder auf. Da ist ein Arbeiter. Den umgehen wir aber. Da war noch ein Arbeiter. Kurz innehalten, kurz auf die Karte schauen, wir haben es gleich geschafft, okay. Jawohl. So, mein Pferdchen. Okay, my girl. Wir sind zurück zu Bo. Zu Bo Gray und ihm den Brief geben. Also sind wir jetzt hier wirklich unterwegs. Im Auftrag der Liebe. Ist ja nichts Schlimmes. Weihnachten steht vor der Tür, da kann man auch mal was aus Liebe tun und nicht nur aus Geldgier oder Macht. Ja. So, bloß weg hier. Ah, da würden die tatsächlich auf einen Sheriff, auf einen Hilfs-Sheriff, auf einen Gesetzeshüter schießen. Die Bracewaters, das geht ja gar nicht, dass sowas geduldet wird. Ich meine, wir sorgen für Recht und Ordnung. Wenn natürlich die Familie Gray sich dann von dieser Familienfehde beeinflussen lässt und als Sheriff oder Gesetzeshüterfamilie dann die Familie Bracewater unterdrückt oder benachteiligt, dann ist das auch nicht mehr im Rahmen des Gesetzes. Ihr versteht, was ich meine. So, ja, ja, du kannst in Rhodes keine, ja, 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 tralala, hoppala, hast du nicht gesehen, bist mir doch. Hey, Mister, that's Hallo. One nice looking horse you got there. Ach, lass mich bloß in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Nein, will ich nicht. Gray family business, coming through. You're good. Okay. Schauen wir mal, wie kommen wir jetzt zu dem Bo hier hinter? Aha, hier. Knutscht der da rum? Habe ich das gerade richtig gesehen? Nee, gut, das war ein Pferd. Ja, das denkt man dann, ne? Denkt dann, oh Mann, jetzt nimmt die Geschichte wieder irgendeine Wende und... Hey, Bo. You got my money? Sure. Did she give anything? For me? Yes. Might I have it? Sure. But it'll cost you. I can't be bothered. Here, take it. Thank you, Arthur. You'll... Thank you. My God. What a woman. She's... This'll get her killed, for sure. What? Women's suffrage. Around here, they don't even like men voting. Bring back the monarchy, given half the chance. Progress is a dirty word in these parts. Unlike incest. Excuse me? I don't want to marry my cousin Matilda. I want to marry Penelope. But they're gonna... They'll kill her at one of those rallies they're holding. They've done it before. Mister, you gotta help. No, I'm afraid I don't want no part of it. I'll pay. My family, we've still got some money. Fine. Just no more running around with letters. Thank you. Come on, we better get going. Tch,
hier. Schauen wir mal. Mount up, all right. And follow me to Rhodes. Come on, come on. Ja, 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 ja. We'll go around the property and take the road to town. Wo willst du nur hin, junger Mann? Easy, boy. Calm down. I can't be calm. If we don't get there in time, my true love may be shot. If she wants to rally, you gotta let her rally. Well, good as the cause is, I can't let her become a martyr to it. I want to marry a flesh and blood woman. Not a statue in her honor. I'm sure they know what they're doing. There! There they are! Bo, what are you doing here? I cannot let you go through with this. You'll be killed. I'm prepared to die for the cause, Bo. You know that. Do something, please. What? Fight this mob? We must. They need me alive. This is no laughing matter, sir. They need protecting from certain elements. Mostly my family. Penelope, I beg you. I'll tell you what. Your friend here can drive the wagon for us. It'll allow us to shout all the louder. Hooray! Sure. Miss Calhoun, my friend here says he can drive the wagon. Well, Olive Calhoun, normally I like to drive myself, but today I feel like a man joining us sends the right message. Well, oh, God. I ain't never been in a protest march before, madam. Well, just treat us like the sheep, and the folks attacking us like the wolves, and I'm sure you feel right at home. Shall we go? All right, ladies. We know our song is a good one, and we know our cause is a pure one. Yes, ma'am. Let liberty reign. We're mothers, wives, housekeepers, and daughters. We cook the food and we fetch the water. Take us down Main Street, right through town to the steps of the Bank of Rhodes, Mr. What was your name? Arthur Morgan. Very good, Mr. Morgan. Not too quick and not too slow. We need them to hear our voice. Well, they'll hear it all right. Very good, very good. Mr. Morgan, are you an old friend of the movement? I'm just a driver, Mrs. Calhoun. Maybe a shotgun messenger if it comes to it. I hope it won't. Well, our message will be delivered peaceably, Mr. Morgan. You can keep your shotgun to yourself. Stay on Main Street. It's a left up here, Mr. Morgan. Look at these people. It's about to get exciting. I can feel it. I believe you might be right. Good day, Sheriff. I trust you'll make sure it's a peaceful assembly. Easy there. Rest, you sorry fool. Mr. Morgan, I give you the male of the species. Yeah, that's a pretty dumb specimen, I grant. A little further, please. Stop just past the bank. This spot is fine, sir. Ladies, get down! Come on! Go home! Shut your mouth! What are you doing? The hell is going on? Well, ladies and gentlemen, this is a great day for all of us. For today is the day we begin to live as equals. Yes, equal, sir. Fair and equal. This is unnatural. This is nonsense. Equal and free, just as the Founding Fathers intended. Yeah. Founding Fathers, not Founding Mothers, you silly old goat. His philosophy dependent on biology first. What the hell are you doing here, boy? Keep your voice down. I'm trying to listen to the speech. Hello, darling cousin. Don't you ever speak to me like that. What are you doing here? Listening.
I suppose. Go help Bo. His cousin is a moron. And stop them from ruining the speech. You need to learn yourself some manners, cousin. Haven't you got anything better to do? Oh, you always was Bo, a cocky little... Bo, weren't we just leaving? Who the hell is this? Follow me, Ronnie. What? You'll hit me? Come on. Sir, can you not see how idiotic you are? Come on, Bo. Let's go. Quick now. We gotta go before they think twice. Oh, Lord. Follow me. I know a place. It's an old battlefield no one goes to. The future. A land of equality. Na komm. Steig auf, Junge. So, und wie das Ganze weitergeht, ja, jetzt kommt ja der typische Rock-Cliffhanger, wie das Ganze weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge und bin gespannt, was es mit dem Cousin, oder Cousin, mit dem Cousin noch auf sich hat. Wir haben ja auch mitbekommen, dass ja Bo eigentlich seine Cousine heiraten soll, aber so war es natürlich damals in den Südstaaten. Alle wollten nur, dass ihr eigenes Blut weitergegeben wird und ja, die Familien der anderen zugrunde gehen. Mehr davon erfahren wir, wie gesagt, in der nächsten Folge. Dran geblieben, reingehauen, liebe Grüße, euer Rob.